Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 3 Nemesis. In der letzten Folge haben wir so geschaut, was in Raccoon City mal wieder abgeht. Hey, unsere Lieblingsstadt, was Zombies angeht. Ist sie nicht toll? Ich würde da so gerne Urlaub machen. Auf alle Fälle sind wir jetzt in Anführungsstrichen live beim, ich komme nicht aufs Wort, verdammt. Auf jeden Fall, Zombies sind gerade gekommen und wenn mir das Wort einfällt, dann werde ich es reinpatchen, ja, ins Spiel rein, verdammt. Beim Ausbruch, da war es, genau. Also, wir waren so quasi beim Ausbruch bei, spielen Jill. Keine Ahnung, was sie jetzt hier macht. Wahrscheinlich konnte ich es aufgrund der schnellen Untertitel beim letzten Mal nicht wirklich rausfiltern. Und gucken uns jetzt hier das Tutorial an und ja, ich denke mal, da haben wir auf jeden Fall eine Menge zu tun. Beispiele für Pulverarten. Patronen, Schrotpatronen, Granaten, Flammengranaten, Säuregranaten. Ich sag mal so, an sich ist das jetzt alles schon ziemlich krass. Die Sache ist halt die, wir werden eh nicht alles auf einmal haben. Also, ja, man kann es ja erahnen. Ich meine, Schrotpatronen sind wichtiger oder intensiver als Pistolenpatronen. Deswegen ist es auch B und nicht A. Andererseits, bei den Capcom-Spielen ist A eigentlich immer besser als B vom Ranking her, aber okay, das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Also bis C komme ich noch mit. Bei A plus C wird es dann ein bisschen kritisch mit meinem Merken. Da müsste ich mir jetzt einen Zettel holen, aber nö. Ich meine, Zettel habe ich hier bloß am Stift, Habatz. Machen wir einfach mal weiter. Pulver mit Granaten. Wenn Sie eine bestimmte Sorte Pulver mit Granaten vermischen, entstehen daraus besondere Arten von Patronen. Wenn Sie eine bestimmte Sorte Pulver mit Granaten vermischen. Ich kann Granaten mit Pulver vermischen. Und krieg dann so wieder Patronen. Natürlich. Verbesserung der Mischgüte. Wenn Sie dieselbe Art Munition wiederholt herstellen, verbessert sich Ihre... Ach nee, jetzt krieg ich auch noch Skillpunkte oder was. Sodass Sie dann kraftvollere Munition erzeugen können. Das heißt, wenn ich 80 mal Pistolenpatronen herstelle, dann wären die besser und natürlich. Sind wir jetzt bei den Sims oder was hier? Kochstufe 10? Okay. Dann würde ich mal sagen, haben wir soweit alles. Ja, ich war gerade ein bisschen irritiert, weil das Klicken leiser ist als der... Ach egal, vergiss es. Das ist unser Nachfüllgerät, das ist voll geil, benutzen, es ist im Moment nicht möglich, dies zu benutzen. Okay, dann eben nicht. Das ist der Lagerschlüssel, den wir erhalten haben. Wir sind mit so einem Typ in so einem Lagerhaus und der hat sich eingesperrt. Und ich denke mal, das war's dann mit diesem Hauptcharakter. Wir sind jetzt im oberen Bereich, verschiedene Berichte wurden hier sortiert? Einsortiert, genau, nicht umsortiert oder entsortiert, sondern einsortiert. Ein Lieferscheinbuch. Okay, nichts Interessantes. Möchten Sie... Jetzt geht's los. Pulver A. Hausaufgabe. Was war Pulver A? Entscheidend... Pulver A war Pistolenpatronen. Soweit... Aber vor allem hier. Das macht das Ganze noch einfacher. Wir können wir prüfen. Eine Komponente für die Munitionsherstellung. Es ist rot. Er kann mit dem Nachfüllgerät oder Granaten kombiniert werden. Ist das realistisch? Kennt sich einer damit aus? Bitte schreibt's mal runter. Es ist rot. Das ist auch rot. Also wenn Schrotpatronen jetzt grün sind, dann ist es ja recht einfach. Ach, guck mal an. Okay. So, ich gehe jetzt einfach mal spontan davon aus, dass wir in nächster Zeit nicht Shotgun kriegen werden. Also werde ich jetzt einfach mal Folgendes machen. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich kombiniere das jetzt. Kann ich das... Pulver AA... So, ich habe jetzt Pulver AA, prüfen wir mal, eine Mischung aus zwei Teilen Pulver A. Kann mit dem Nachfüllgerät oder Granaten kombiniert werden. Okay, ich nehme jetzt also diese Pulvers, diese Pulveriten und kombiniere die mit dem Gerät und erhalte 35 und kombiniere das so und habe 65. Okay, Tutorial abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch, 1 plus, ich kann nicht mehr reden. So, Messer. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Nein. Ist ja interessant, dass dieser rote Strich uns anzeigt, wo sich die Objekte befinden. Das hat mir im zweiten Teil auch ein bisschen gefehlt, aber ist jetzt auch nicht so unbedingt vonnöten. Aber ist schön, dass wir es getan haben. Hier haben wir unsere Schreibmaschine. Haben wir, da ist ein Ink Ribbon. Ich sehe es. Möchten Sie das... Ah, jetzt ist es... Ich sag immer Ink Ribbon, obwohl es eigentlich ein Farbband ist. Haben wir jetzt drei eingesammelt oder hatten wir vorher schon eins? Hä, egal.
Ich werde jetzt aber nicht, oder? Speichere ich schon? Nein, das werde ich jetzt nicht tun. Wie gesagt, es ist jetzt kein Emulator-Spiel. Das heißt, wir werden, das Positive ist, wir werden im Gegensatz zum zweiten Teil keine Emulator-Fails haben. Auf der anderen Seite müssen wir uns dann an den Speicherpunkten bzw. an den Farbbändern orientieren. Was so viel heißt, dass ich... Naja, ich denke mal schon, dass wir genug Farbbänder haben, aber ich darf nicht mehr... Ich muss aufpassen, dass ich nicht überstürzt speichere, nicht, dass wir dann in einer... Ach, guck mal, ich dachte gerade, im zweiten Teil war es ja so, dass ich drücken musste und der ist dann von alleine so, oh, ich muss kacken, oh mein Gott, oh Gott. Und bei ihr sieht es nicht wirklich besser aus. Aber hier kann ich ja, okay. Ja, im zweiten Teil konnte man auch gewisse Treppen von alleine, ja, ist ja gut. Ist ja gut, ich sage hier nichts mehr, aber ich wollte irgendwas anderes sagen. Ich habe es aber vergessen. Genau, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verspeichere. Nicht, dass wir dann hier humpelnd langlaufen und wir haben keine Chance auf Überleben und dann... haben wir einen Scheiß. So, ich habe jetzt Schlüssel. Der Container ist von innen verschlossen. Okay, das war also nicht der Schlüssel für den Container. Sondern, ja, es ist ein Lagerschlüssel. Prüfen wir mal. Ein kleiner Schlüssel mit Anhänger dran. Darauf steht Hintertür. Okay, das grinst das Ganze schon ziemlich ein. Jetzt würde ich aber gerne mal wissen, wo sind wir eigentlich hergekommen? Ich hoffe, der Sound ist soweit okay, aber das wird dann, denke ich mal, in Part 3 oder 4 dementsprechend gefixt werden, weil ich eben halt eh nicht so lange und so weiter und so fort. Das ist Exit. Kamen wir her? Kamen wir... Öffne mal die Karte. Sieht auch nicht so wirklich aus, als hätten wir eine andere Alternative. Ich freue mich schon so sehr aufs... Open World. Also eigentlich nicht wirklich, weil ich Angst habe, dass ich mich verlaufen werde. Diesen Schlüssel brauchen Sie nun nicht mehr. Möchten Sie ihn ablegen? Ja klar, leg ihn hier hin. Falls der Fettsack sich entscheidet, uns zu folgen. Und die Entscheidungsfreiheiten. Also Stadterkundigung, erkundigen und hier Entscheidungsfreiheiten. Das wird so das Haupt Ding hier werden und das eventuelle Hauptproblem, was wir hier haben. Ich habe nicht wirklich Sound, verdammt. Aber dann wiederum, wenn mich irgendeiner ankotzt, dann werde ich wieder hier rumholen. Was ist das? Das Fahrrad sieht schick aus. Hier ist nichts auffällig. Ja, aber hier ist nichts auffällig. Muss denn immer alles auffällig sein, dass es deine Aufmerksamkeit kriegen kann, Jill, oder was? Ich fand sie mit langen Haaren schöner. Ich sag's ganz offen. Aber wir hätten auch ein Outfit nehmen können, aus dem ersten Teil. Gut, da hatte sie eine Mütze auf, hat nicht unbedingt lange Haare. Ich verstehe auch nicht, wieso sie jetzt... What the fuck? Ich dachte gerade, scheiß da gerade ein Vogel runter, aber nein, das ist ja hier... Komm, dusch dich mal. Ich verstehe auch nicht unbedingt, ich meine, das Ganze ist jetzt, ja, ich weiß, ich soll reden und dabei laufen, aber ich habe Angst, dass ich da falsch was falsch mache. Das Ganze spielt ja nur wenige Monate, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, wenige Monate nach dem Herrenhaus. Ich verstehe nicht, wieso sie sich da jetzt die Haare geschnitten hat oder Haare gefärbt hat. Ich weiß auch nicht. Auf alle Fälle, gucken wir mal. Ja, das ist jetzt das große Problem. Ich meine, man muss sich alleine nur diesen Bereich angucken. Das, ich weiß nicht, das verwirrt mich jetzt schon total. Also, wir sind jetzt da lang gelaufen, Alter! Ey! Also erstmal sind da eine Menge Zombies, dann würde ich sagen, oh, wieso, könnt ihr mir mal erklären, wieso die so scheiße schnell sind? Wie diese Schock, diese billigen Schockmomente, ey. Ich glaube, ich bin schon so abgestumpft, dass mich die billigen Sachen einfach kriegen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich laufe ja früh so auch immer, wenn ich Schule habe, muss ich durch den Wald laufen und das ist voll dunkel und das finde ich auch gruselig. Also ich glaube, dass mich die plumpen Sachen jetzt mehr erschrecken als die eigentlichen Erschrecker. Was ich auch sehr interessant finde, ich weiß nicht, ob der in dem Teil hier spielt, es gibt einen Carlos im Resident Evil Universum. Ich habe mir die Resident Evil Filme angeguckt, da gab es einen Carlos und ich dachte erst so, oh Gott, LP, nein, nein, du Schlampe, oh Gott. Die Steuerung wieder, ich hab das Bild gewechselt und dann war die Steuerung sofort, ich will nicht. Dann wiederum habe ich genug Schuss, okay. In your fucking face, ich stelle das übrigens überhaupt nicht in Frage, wieso das... Blut. Ja, also ich glaube, wir sprechen hier definitiv nicht von einer Uncut-Version, wobei ich, was ich nicht ganz verstehe, auf dem
wie nennt man das Teil? Auf dem Cover ist eine 16 Plus. Und ich dachte, 16 Plus ist eigentlich US. Das Problem ist eben halt, das Spiel ist von 1999 beziehungsweise von 2000. Und ich weiß nicht, ob die damals andere... Oh, das war Fail. Ob die damals andere Aufkleber hatten. Weil ich glaube, die USK gab es damals noch nicht. Oder bin ich jetzt bescheuert? Kann sein, dass ich jetzt totalen Bullshit erzähle. Deswegen kann es sein, dass es schon die deutsche Version ist. Aber ich bin wirklich trotzdem... Also, vielen Dank. Und ich meine, es muss ja auch nicht alles immer blutig sein. Und so weiter und so fort. Und, ne. Und damals wurden die Spiele auch noch nicht so heftig. Okay, das war ein Fail. So heftig zensiert. Das Ganze ging ja dann erst nach dieser Amok-Geschichte los. Und ich glaube, 2000 gab es noch keine Amok-Läufer. Speziell halt Waffe für Stars. Benötigt, bla 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 bla. Genau, das wollte ich machen. Und irgendwas, ach genau, dumm ist es natürlich, wenn ich von den Zombies Munition kriegen würde. Dann, ach, du bist so ein Arschloch. Du bist so ein verdammtes Arschloch. Oh Gott, da liegt auf jeden Fall schon mal eine Schrotflinte. Okay. Weil dann haben deutsche Spieler natürlich den Nachteil. Genauso wie bei gewissen Call of Duty Spielen, wo man keine Krabbler herstellen kann. Feuerzeugbenzin. Krabbler sind Zombies, die keine Beine mehr haben und die sind dementsprechend langsamer. Und wenn man bei dem Zombie-Modus weit kommen möchte, dann braucht man definitiv Krabbler. Und das ist bei den... Zum Glück starb er, ehe ihm die Eingeweide herausgerissen wurden. Das ist... Glaub mir, Jill, das ist so scheißegal, ob die ihm die Eingeweide vor oder nach seinem Tod rausgerissen werden. Schön ist es auf alle Fälle nicht. Nee, Moment. Achso. Nee, natürlich, er hat es nicht mehr mitgekriegt, ist trotzdem scheiße. Das macht das Ganze auch nicht besser, verdammt. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hab's vergessen. Ich neige auch heute wieder sehr dazu abzuschweifen. Es ist auf jeden Fall einfach mal ein Nachteil, wenn man keine Krabbler machen kann. Und das ist schon scheiße irgendwie, ne? Falls mir das im Nachhinein noch einfällt beim Bearbeiten, ach, was auch immer, ist doch scheißegal. Ich kann ja nicht immer alles hundertprozentig erklärt werden hier. So, wo gehe ich jetzt? Habe ich die Schrotflinte eingesammelt, ich komme jetzt gerade nicht so mit. Also wir waren jetzt in... Genau, jetzt kann ich sogar zeigen. Sonst habe ich ja mit dem Finger drauf gezeigt, das hat absolut keinen Sinn gemacht. Hier haben wir die Schrotflinte erhalten. Da nehme ich an, war... Nein, das macht... Wo sind wir jetzt hergekommen, verdammt? Ich würde mal sagen, ich laufe jetzt einfach einmal im Kreis. Dort hinten ist eine rote Tür. Ich weiß nicht, ob ich da durch kann. Oder ob die einfach rot ist, weil wir sie noch nicht benutzt haben, noch nicht angefasst haben. Türen müssen ja auch befriedigt werden. Nicht vergessen, Leute, auch Türen haben Gefühle. So, jetzt bin ich hier. Der Ort kommt mir ein bisschen bekannt vor. Sieht aus wie die Stelle, die wir... Aber ich kann mich auch irren. Ganz am Anfang bei Leon. Wie gesagt, ich kann mich total irren. Habe ich da gerade jemanden schreien gehört? Was ist eigentlich mit der Tür da hinten? War das überhaupt eine Tür? Noch ein Stück. Ja, das wird jetzt dementsprechend ganz oft passieren, dass ich hier leider, weiß Gott, oft auf die Karte schaue. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Oh, holy motherfucker in heaven. Okay. Okay, ich höre Zombies. Was natürlich in einem Resident Evil Spiel total neu ist. Also, wow, ich bin geflasht. Ich dachte, hier laufen Tomaten rum. Ein Autofrack blockierte den Weg. Ja, ich wollte gerade sagen, mir fällt auch... Schade. Ich wollte mir gerade irgendwas Lustiges einfallen lassen, aber diese dumme Aktion von ihm, die hat mein Gehirn dann auch für kurze Zeit gefrieren lassen. Ein gefucktes Auto blockiert den Weg. Ja, ich weiß nicht, ob das so klug ist, euch jetzt hier alle wegzubamsen. Auf alle Fälle werde ich das Ganze mal tun. Ja. Wie gesagt, ich bin eigentlich immer für Uncut und so weiter, weil ich finde, dass... Oh, ihr seid mir wirklich zu schnell. Also da muss ich mich auf jeden Fall noch... Nein! Auf jeden Fall noch dran gewöhnen, dass diese Bastarde einfach mal ziemlich schnell sind, im Gegensatz zum zweiten Teil. Ich finde, dass Uncut bei Spielen
wo üble Kreaturen vorkommen, ziemlich wichtig ist, weil das trägt ja auch meiner Meinung nach zur Atmosphäre bei. Ich meine, wenn ich ein Zombie-Spiel spiele, dann möchte ich auch in dem Fall sehen, dass diese Zombies dementsprechend reagieren, wenn man auf sie schießt. Was jetzt natürlich, ich rede natürlich jetzt in, also, ja, hier natürlich nicht. Ich meine, das gibt's auch immer im am Schnitt. Was anders als Uncut. Das gibt's natürlich jetzt nicht bei den alten Survival-Horror-Teilen, dass da irgendwelche Köpfe zerplatzen und so weiter. Das meine ich jetzt, also das ist verständlich, dass es hier nicht gibt, aber ich meine einfach nur, wenn ich einen Horrorfilm sehe, dann möchte ich auch dementsprechend Horrorszenen haben und nicht, dass die ganzen... Wieso hast du jetzt deine Waffe eingepackt? Ich denke mal, ihr versteht, was ich meine, verdammt. Wenn ich ein Fußballspiel... Wenn ich mir Fußball angucke, möchte ich Leute mit einem Ball sehen und nicht mit einer Kirschtomate. Drücken wir das Ganze einfach so aus. Sag mal, du willst mich doch verarschen, oder? Nee. Sag mal, okay. Ist dann... ja, nee, ist klar. Der war gerade im Suff. Ich weiß nicht, ob das so in Ordnung ist, dass ich hier... Vor allem, ich bin so dumm. Ich bin schon ein ziemlicher Vollidiot. Ich meine, wenn ich weiß, dass hier Zombies sind, da könnte ich doch mir eigentlich die Zeit nehmen, hier rumlaufen und dann dahin gehen. Weil das macht doch irgendwie Sinn, wenn ich an denen vorbeilaufe oder nicht. Ich glaube, das werde ich auch dementsprechend jetzt tun. Ist zwar scheiße aufwendig. Und da fällt mir noch eine ziemliche Panne ein. Fran hier Zombies? Ich sollte vielleicht einfach mal das Fass hier benutzen. Ich weiß nicht, ob sie das trifft. Na, what the fuck? Schieß doch das Fass an. Ziel wechseln, Ziel... Ich weiß nicht mehr, wie man das Ziel wechselt. War auf jeden Fall auch, konnte man irgendwie mit einer Taste belegen. Wie war denn das? So... Ja, okay, ich hab's. Ich hab's, jetzt ist es aber schon zu spät. Scheißegal. Wir laufen jetzt einmal rum, kein Problem. Ich meine, besser spät als nie. Besser kurz vorm Verrecken als nach dem Verrecken, weil nach dem Verrecken kommt der Game Over Bildschirm und dann kann man das Ganze eh nicht mehr machen. Dementsprechend dürften hier natürlich keine Zombies mehr sein. War da hier, hier unten war nichts mehr, ne? Ich wünschte mir, ich würde jetzt irgendwo Kraut finden. Aber anscheinend muss ich darauf noch eine Weile warten, das ist der fucking Schwermodus. Kann sein, dass es daran liegt, aber ich habe ja ein Spray, das ist ja auch ganz okay so. Hi. War der beim letzten Mal auch schon da? Kann das sein? So, wenn ich mich jetzt hier hindrehe, das ist dann da. Das ist dann... Der Eingang wurde mit Brettern vernagelt, oh mein Gott. Gesundheit. Ja, ich glaube, der Zombie hat gerade genießt. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, das war's für heute mit Let's Play Resident Evil 3 Nemesis. In der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir uns hier in Raccoon City zurechtfinden. Bis zum nächsten Mal. See ya.